Oh. Zum Gruß, das Fürten. Hallo Archie. Gut, dich wieder zu sehen. Es ist mir stets eine Freude, hier zu sein. Alleine dadurch fühle ich mich als wirklich ein Teil von etwas Großem. Freut mich zu hören, wo wir doch davon sprechen. Könntest du den Bauern helfen? Oh ja, mit Fieber zu reden, war ungeheuer inspirierend. Xia hatte recht. Die Bauern hatten wirklich kein Interesse an Gold oder anderen Reichtümern. Also half ich ihnen dabei, ihre Häuser und Scheunen wieder aufzubauen und ihre Ländereien aufzuräumen. Mit meinen eigenen Händen. Jetzt habe ich überall Blasen an den Fingern. Erinnerungen an meine erste Heldentat. So aufregend und so schmerzhaft. Wo ich so darüber nachdenke, habt ihr ein Rezept für einen Trink, der mir in dieser Lage helfen könnte? Ich möchte jemanden, der es braucht, mit Leichtigkeit helfen können. Ich will die schwersten Stämme heben und die fiesesten Splitter einfach wegstecken können. Du hast recht, ein solcher Trink könnte nützlich sein. Leider habe ich so einen bisher nicht. Aber lass mich überlegen. Oh, tausend Dank. Zerfrischendes Stillwasser. Mhm. Auf dem Weg hierher bin ich einem bemerkenswerten Abenteuer begegnet. Eine wunderschöne Seraphe und ein wahrhaft kolossaler Halbriese. Sie waren wirklich beeindruckend. Eines Tages möchte ich wie sie sein. Es fühlt sich an, als wäre ich in ein Buch gestiegen, mitten in eines der Abenteuer, die ich so gern lese. Magie und Abenteuer begleiten mich mit jedem Schritt und unbekannte Gefahren lauern an jeder Ecke. Ach, ist das alles aufregend. Aber jetzt verliere ich mich in Tagträume. Eigentlich kam ich her, weil ich einen eurer magischen Trinks wollte. Natürlich, was darf es sein? Am besten etwas, mit dem ich mich gegen all die fürchterlichen Gefahren verteidigen kann. Gegen die gemeinen Splitter in meinen Händen zum Beispiel. Der Trink, den ihr mir letztes Mal serviert habt. Irgendwas. Irgendetwas hat er zweifellos bewirkt, aber diese Splitter waren ausgesprochen unangenehm, das kann ich euch sagen. Alles klar, kommt sofort. Etwas mit viel Verteidigung. Oh, Stillwasser. Stillwasser hat viel Verteidigung. Das wird man direkt mal machen. Und warum nicht? Wir noch irgendwo ein, ja, das könnten wir gleich auch reinmachen. Ein bisschen, was war das? Das ist noch die Karte. Charakterinfos. Die ich mir irgendwann später durchlesen muss. Gesegnet. So, dann muss ich hier mal nein, eins zu wenig, eins zu viel meine ich. So viel Schild. Und hier brauche ich noch Stillwasser. In der Anlu streichen, das gehört dazu. Regenbogen. Farbe hier. Schutz gegen den Erzfeind Splitter. Wohl bekommst. Ha! Ich spüre
bereits, wie meine Haut zäher wird. Leuten sofort Hornhaut zu verpassen, ist mein geheimer Trick auf Partys. Vielleicht sollte ich nächstes Mal einen Freund von mir herbringen. Trinkmagie ist äußerst lohnenswert. Oh, ein Freund? Ist er auch aus Morwinden? Ganz genau. Ich kannte ihn schon, als ich noch ein kleiner Junge war. Überwiegend, weil unsere Eltern ähnlich wohlhabend und einflussreich sind. Das war unsere Freundschaft einfach vorherbestimmt, schätze ich. Wir haben uns entschieden, eine Brieffreundschaft zu führen, wenn er gerade nicht in Zinf weilt. Momentan ist er tatsächlich in einer recht misslichen Lage. Ihr müsst wissen, er ist ein Diplomat und äußerst involviert in die Verhandlungen zwischen Diria und dem Festland. Während seines letzten Ausflugs nach Diria wäre er fast entführt worden, so hat er seine gesamte Sicherheitsmannschaft gefeuert. Eine Überreaktion, wenn ihr mich fragt, aber ich möchte eine Entscheidung nicht in Frage stellen, also... Nun hat er keine Leibwächter mehr und ich würde ihm gerne helfen. Nicht freigeschüttete Leibwache. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich tun soll. Er braucht mein Geld, ebenso wenig wie die Bauern es benötigen. Er hat eh schon mehr als genug davon. Wenn du dich traust, dann könntest du doch selbst sein Leibwächter sein. Eine hervorragende Idee. Aber selbst mit euren Drinks weiß ich nicht, ob ich dafür stark genug bin. Er braucht natürlich mehr Schutz, als ich bieten kann. Im Notfall gibt es immer noch Questen. Oh, das stimmt. Ihr könntet eine Quest an euer schwarzes Brett hängen. Und dann würden einige tapfere Abenteurer uns aushelfen. Mein Freund bedeutet mir sehr viel. Wenn ihm etwas zustieße, würde ich mir das niemals verzeihen. Also brauchst du die besten Leibwächter von Senilf. Genau. Ich habe da bereits einige Leute im Sinn, die sich perfekt dafür eignen würden. Hoffen wir, dass mein geschriebenes Wort sie entsprechend motiviert. Schreibst du viel? Nein. Ja. Hin und wieder. Ich liebe es, Geschichten mit tapferen und gewitzten Abenteurer zu schreiben. Immer wieder entrinnen sie die schwierigen Situationen, in denen es ihnen gelingt, den Tod ein Stückchen zu schlagen. Aber das, nun ja, ist ein Schreiberling, ist nun wirklich nicht das Inbild eines Helden, nicht wahr? Warum sollte ich mir andere Weltreisen ausmalen, wenn ich dieses Abenteuer selbst erleben kann? Das ist wohl wahr. Und man sollte immer über das schreiben, was man selbst erlebt hat. Ganz genau. Oh, ich kann es kaum erwarten, meine Freunde wiederzusehen und ihnen zu helfen. Ich werde bereit sein. Fable hat sogar angeboten, mir zu zeigen, wie man mit einem Bogen umgeht. Wie könnte ich denn Nein sagen, von Fable zum Aschenhelm höchstpersönlich unterrichtet zu werden? Das ist mehr, als ich mir jemals erträumt hätte. Xir erwähnte auch eine Freundin, eine beeindruckende Wukakin, namens Zerlin. Kennt ihr sie zufällig? Oh, Lin? Ja, ich kenne sie. Sie ist in der Gegend hier ziemlich bekannt. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass du noch nie von ihr gehört hast. Sie hat eine Vivan-Chimäre auf beeindruckende Weise ausgetrickst. Unglaublich,
Hier gibt es so viele ungeahnte Möglichkeiten. Anscheinend ist Lady Sandrine gelangweilt, weil ihr momentan Schützlinge auf Reisen und bisher nicht zurückgekehrt ist. Also wird sie sich meinem Training mit Fable anschließen. Oha, viel Spaß. Wie, die ist noch nicht so. Oha. Haben wir da irgendwas verbaut und haben wir jetzt Charaktere verloren oder so? Oder wie? Ach, wie aufregend. Ich kann mich kaum beherrschen. Aber jetzt muss ich über die richtigen Worte für diese Queste nachdenken. Keine Sorge, Questen für Kunden ausschreiben ist eine meiner Dienstleistungen. Wirklich? Das wäre ungeheuer hilfreich. Gern doch. Du wirst im Handumdrehen die perfekte Bodyguards für deine Freunde haben. Für deinen Freund haben. Keine Sorge. Vielen, vielen Dank. Selbstverständlich auch für den Drink. Dieses Gasthaus inspiriert mich jedes Mal aufs Neue. Freut mich, dass ich helfen kann. Auf Wiedersehen, Gastwirtin. Auf Wiedersehen, Abenteurer. Oha. Wen haben wir denn hier? Hey, 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 was geht? Hallo, komm rein. Nett hast du's hier. Von außen macht der Laden ja echt nicht viel her, aber innen drin ist es schon echt nice, muss ich sagen. Freut mich. Bist du mehr Extravaganz gewöhnt? Yeah, aber so ein einfaches Gasthaus ohne Schnickschnack hat auch was. Manchmal ist es einfach nice, abseits von dem ganzen Metropolen-Feeling zu chillen. Verstehe. Du bist neu hier, oder? Je. Yeah. Woher weiß das? Es ist schon eine Weile her, dass ich ein Phantasma in der Gegend gesehen habe. Da habe ich einfach geraten. Ah, verstehe. Ich komme direkt aus der Hauptstadt. Ich muss einfach mal ein wenig lockerer lassen. Verstehst du? Absolut. Darum habe ich mich hier am Rande von Zinnulf niedergelassen. Die Stadt ist groß genug, dass es mir nie an Arbeit mangelt, aber klein genug, dass ich mich nicht überwältigt fühle. Yeah, du verstehst mich. Also, das hier ist dein Laden? Genau. Ich, meine Familie und dieses Gasthaus sind alles, was ich habe. Oh, und meine Stammkundinnen und Kunden, natürlich. Klar. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Vielleicht einen neuen Stammgast? Kann schon sein. Mein Name ist Voyage, aber nenn mich ruhig Voy. Alles klar, Voy. Freut mich. Was darf's denn sein? Also, ein Drink wäre nice, schätze ich. Moment, sag nicht, du hast noch nie von mir gehört. Bisher nicht, tut mir leid. Sollte ich das? Ich bin Voy, der berühmte Barde. Klingelt da was? Nein. Dann wirst du mich wohl kennenlernen müssen. Und was wäre dafür besser als der beste Drink von Gastwirten? Du bist schon ein kleiner Schlemmer, hm? Oh, bin ich wohl. Ja. Yeah. Wonach steht dir denn der Sinn? Kentern? Überrasch mich doch mit etwas, was mich noch unwiderstehlicher macht. Was ein charmanten Märchenprinzen. Okay, ein Charisma-Drink für den Baden. Welche Überraschung. Und wo ist denn hier nochmal? Oh, wir haben einen Herzenssprecher. Das ist doch schon vom Namen her.
super geeignet. Haben wir noch irgendwas? Inspiration oder so? Inspiration. Das könnte sogar gehen. Kleines Blümchen rein. Oh ne, das darf nicht. Okay, was kann ich hier? Plus Schild, plus Schwert. Das könnte gehen. Ein bisschen Frostrüstung. Ist auch gut. Habe ich hier schon ausgesucht. Machen wir ganz gelben Trink hier rein. Herzenssprecher. Ganz gelb. Und Zapfen. Möge dieser Drink dir eine silberne Zunge verleihen. Boah, ist das gut? Fast so gut wie mein musikalisches Talent. Ich glaube, dieser Drink könnte deinen nächsten Auftritt beeinflussen. Werde ich dadurch noch charismatischer? Das werden wir dann sehen. Sagen wir einfach, ich könnte mir vorstellen, dass du wiederkommst. Du bist mir ja jemand. Erzähl mir noch etwas von dir. Du wolltest mich doch näher kennenlernen. Dann halte dich mal gut fest. Was ich dir jetzt erzähle, wird dich umhauen. Ich bin bereit. Denn vor dir steht der einzig wahre Wui. Reisender durch die Lande. Ein Dieb zahlloser Herzen. Der berühmte Barde in ganz Felsoa. Nicht nur wegen seinem ungeheuren Talent, sondern auch wegen seinem guten Aussehen, wie ich anmerken darf. Ich bin beeindruckt. Natürlich bist du das. Vielleicht bitte ich dich später um ein Autogramm. Aber was bringt dich hier wohl? Wie gesagt, ich brauche einfach einen Tapetenwechsel. Eine kurze Pause von der großen Stadt. Berühmt zu sein ist anstrengend, hm? Nö, nicht wirklich. Manchmal vielleicht ein wenig. Aber Musik zu spielen und aufzutreten ist mein Job und ich liebe ihn. Also macht's in mir nichts aus. Nur manchmal genieße ich die Stadt halt ein wenig mehr. Das ergibt Sinn. Macht's dir und deiner Familie was aus, wenn ich hier in welchen abhänge? Überhaupt nicht. Mach's dir bequem. Nice. Oha. Noch ein neues Gesicht. Zum Grußreisender. Was darf es sein? Das ist eigentlich mein Text. Aber wenn man die Umstände bedenkt, lasse ich mich mal drauf ein. Nun, das hier ist immerhin mein Gasthaus. Und es macht sich wirklich. Mir gefällt die Wandfarbe. Frisch gestrichen. Meine letzte Renovierung ist schon ein paar Jährchen her. Aber ja, ich dachte, ein Tapetenwechsel würde mir gut tun. Das dachte ich mir.
Was ist dem Leben, wenn nicht ständig Veränderung? Deine Weisheit hat mir wirklich gefehlt, Quincy. Das kann ich mir denken. Gest mit dem. Du siehst aus, als könntest du eine kleine Erfrischung vertragen. Wie wäre es mit einem Drink? Ja, die Reise war ziemlich lang. Überrasch mich mit etwas, das so viel Charisma hat wie deine kleine Bude hier. Ein weiterer Charisma-Drink. Nehmen wir aber diesmal einen anderen. Der rote Gehörigen, der hat auch. Obwohl Schlägermeister passt vielleicht auch. Schlägermeister. Diesmal glaube ich, können wir tatsächlich meine Blümchen reinmachen. Für Inspiration. Hat zu viel angekriegt wieder Futter. So, hier ist schon, dann brauchen wir Charisma. Schlägermeister. Und extra Inspiration. Es sollte dringend ein Achievement geben. Für 100 Mal Alu streicheln. Das ist unbedingt. Bitte sehr. Flüssige Charisma. Die Spezialität des Hauses. Ein magischer Geschmack. Du hast dich echt verbessert. Übung macht den Meister, so sagt man doch. Und es stimmt. Also, was verschlägt dich hierher? Ich suche nach den Federn eines ganz bestimmten Vogels. Es reicht, dass er sich nun hier in der Gegend aufhält, also auf diesem Kontinent. Welcher Vogel denn? Der goldene Eistaucher. Ich will mich ja nicht einmischen, aber der goldene Eistaucher? Das sind wunderschöne Vögel. Wenn ich dumm wäre, würde ich zu einem großen See begeben. Das sieht man hier häufiger. Aber ein Frisur. Darum bin ich hier. Goldene Federn? Dein Glanz wie tausende Sonnen. Glanz auf den Wellen. Das wäre ein ganz schön poetischer Gruß. Sag das mal diese dämlichen Gilde der Freudesacks. Du hast ihn nicht begeistert? Nee. Wenn es nicht Mainstream ist, würden sie es nicht hören. Oder wenn es irgendwie subtil ist. Aber es ist nicht das, was gute Lyrik ausmacht. Dein Herz in Textform auszuschütten, damit andere es sehen können. Und die wahre Meinung erschließt sich nur denen, die zwischen den Zeilen lesen. Meine Rede. Aber jetzt habe ich Angst, dass sie mich auslachen. Oder sich an mich als Barde ohne Herz erinnern, nur weil sie mich nicht verstehen. Angst kann etwas Gutes sein. Sie kann uns vor Gefahren schützen. Aber man sollte auch den Kopf
behalten, dass zu viel Angst den Tod nicht aufhält, nur das Leben. Machst du denn Kunst? Ja, yeah. Und ich will, dass andere sie auch genießen können. Mir hat dein Haiku über goldener Eistaucher sehr gefallen. Ich fand es etwas zu dramatisch. Kunst ist nicht nur etwas wert, wenn andere sie mögen. Es gibt immer Leute, die deine Kunst nicht verstehen und solche, die sich selbst darin sehen. Hör auf, die deine Kunst mögen, aber doch wichtiger, hör auf dich selbst. So können wir es auch sehen, yeah. Ich hatte mir das alles so viel einfacher vorgestellt. Als ich aus Trigarium wegzog, einem absoluten Kaff in die große Stadt. Schon damals träumte ich davon, der GF beitreten zu können. Und sie haben mich einfach abgelehnt. Aber ich bin Voyage und wer so in der Palie gebe, ich noch nicht lange auf. Ich brauche kein Geld, um meine Musik an die Leute zu bringen. Alles, was ich brauche, bin ich und mein Hegum. Das ist die richtige Einstellung. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute ich gesehen habe, die nur auf die achten, die sich nicht verstehen werden. Lieb für das, an das du glaubst. Lass anderen auch die Wahl. Das ist meine Meinung. Genau das tue ich. Sehr gut. Leider muss ich jetzt los. Ich muss die Eistaucher finden, ehe es dunkel wird. War nett, dich zu sehen, Quincy. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf. Und du auch, Voyage. Mach's gut. Netter Kerl. Ja, ein alter Freund. Ich wusste gar nicht, dass du Freunde hast. Und wollen wir nicht auch Freunde sein? Noch nicht. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen plötzlich. Oh. Aber vielleicht eines Tages. Immer noch hier. Sie schon wieder. Willkommen zu. Mach mal fix einen Drinkklau. Das Stärkste, was du da hast, das ist ein Notfall, sag ich dir. Was ist passiert? Es ist eigentlich. Beziehungen stehen auf dem Spiel. Beziehungen, nicht Leben. Ich vertell dir das Ganze später, Kennebar. Aber Bayer braucht jetzt erst mal was zum Trinken. Jo, bitte. Was brauchst du? Dasselbe wie letztes Mal? Oh, das war lecker. Ich will es doch schmecken, bitte. Natürlich, einmal Agilität einer Spinne kommt zur Flut. Okay, ich hoffe, ich habe mir das notiert. Es muss schnell gehen. Agilität einer Spinne. So durch Fables Trink. Na komm, Tempo. Ich habe eine Injektion habe ich nicht reingemacht. Ein bisschen Schild. Und hier noch ein bisschen davon übrig. Schneller Schluck. Hier bitte, mein stärkster Drink, Eld zur Heilung.
Das ist gut. Drachen sei Dank. Die Pause hat mich ganz bannig gemacht. Dacht schon, sie hat's vermasselt. Danke für dein Vertrauen, Una. Bitte.